willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar heute ein Unboxing der Loot Chest zusammen mit Jorik. Wir haben uns diese Lootbox zusammengeholt und werden uns den Inhalt aufteilen. So, hier haben wir wie gesagt diese Lootbox. Warum wir uns die geholt haben, einfach mal so für einen Monat mal ausprobiert, gucken, was drin ist. Ist jetzt der Monat März. Für einen Monat bekommt man dann immer eine Lootbox. 25 Euro. Genau, 25 Euro. Genau, und der Karton kam auch so an. Kann man jetzt halten von was man will. Es kam sicher an. Wir haben jetzt hier schon aufgemacht. Wir machen mit euch jetzt das erste Mal auf. Und da hat man hier schon den Inhalt. Ich würde sagen, wir packen das mal hier so aus. Ich packe jetzt hier mal das T-Shirt aus. Nehmen wir das hier mal aus dem Bild raus. Genau, das ist meistens eigentlich immer so ein T-Shirt dabei. Eine Figur oder so. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch schon. Ja, also man kann seine Größe auf der Internetseite auswählen. Ich habe jetzt L genommen, weil wir beide eigentlich L hatten. Aber wir haben uns schon darauf geeinigt, dass er den anderen Inhalt bekommt, sozusagen der Gleichwert ist. Ich denke mal, das wird die Popfigur da. So, auspacken natürlich jetzt hier, ne? Kann man auch was Besseres nehmen als Plastik. So, haben wir hier ein schwarzes T-Shirt. Hier ist das Logo. Ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennt, oder doch erkennt man. Das sollen so, habe ich mir schon ein Video angeguckt, irgendwie Personen an einem PC sein, die sich so eine Landkarte hier angucken. Finde ich ganz cool. Werde ich nehmen. Kannst du jetzt deinen Inhalt mal auspacken, Jorik? Ja. Ich wechsle mal die Seite. Also ich gucke die Serie jetzt nicht. Flame mich dafür nicht. Aber ich denke mal, jeder kennt diese Figuren. Die sind eigentlich immer recht gut gefertigt. Haben meistens so einen ganz, ganz großen Kopf, wie man hier auch schon sieht. Ich habe auch welche meinem Bruder von Fortnite gekauft. Gibt es von allen Marken. Ich würde sagen, ich packe mal das nächste aus. Ich lasse dir das nächste große. Ich packe jetzt hier meine kleinen Sachen aus und dann kannst du das große und ich mache dann noch das Poster. Ja, so. Haben wir jetzt hier ein Band. Ganz normal. Aber das soll irgendwie besonders sein, weil noch nie so ein Band dabei war von Lootbox. Das ist halt so ein normales Gummi, aber wie man es auch auf vielen Festivals bekommt. Einfach mit Lootchest drauf. Ach, sieht man hier, denke ich mal, ganz gut. Ja, kann man sich dann umarmen machen. Hier mache ich direkt mal. Styler. So, Lootchest bringt jetzt Glück, würde ich sagen. So, das nächste ist so Popping Candy Lollipop. Okay, jetzt. So, hier ist es. Schöner Lollipop. Gönnen wir direkt mal. Cola-Geschmack. Hier haben wir eine Lootchest-Karte. 25% auf die erste Box. Hallo. Hätten wir jetzt auch mal nehmen können. Hier soll ein Wert drin sein von 40 Euro. Für 25 Euro ist auf jeden Fall sehr, sehr gut eigentlich. Also man sieht hier die Inhalte, hatten wir gerade aber alles schon geklärt. Und dann irgendwie noch so, eine Sonderedition von irgendeinem Heft. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Das ist ein Spiel von Star Wars. Kylo Ren als, ja, auf dem Logo drauf. Ja, irgendein Brettspiel mit vielen Würfeln. Hatte mal jemand erklärt, müsst ihr mal einfach mal gucken. März, Lootbox. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt noch ein anderes Video auf. Ich hoffe, euch hat das natürlich gefallen. Wir haben jetzt mal geguckt, was es mit dem Mikrofon für eine Qualität ist. Ich hoffe, die ist gut. Durch den Wind halt. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und guckt auf jeden Fall bei Jorik vorbei bei dem Skillshots. Der hat jetzt schon die 35 Abos gemacht. Ja, ich bin stolz. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.